Hey Stefan. Hey Dimo, was geht? Wie wär's, wenn du mal irgendwann Nee. Digga, einmal hat er den Mut gefunden, was zu sagen, ne? Er sagt mal, er will was machen, direkt abgeschmettert, ey. Oh Mann, Alter. Nee. So asozial, Nee, aber ich glaube, das würde er wirklich sagen. Bei was denn jetzt? Ja, also ich wollte dich echt fragen, Stefan, wie wär's? Hast du mal irgendwann wieder Bock auf LOL? Oh Gott, oh Gott. Ah, was sag Ey, ich jetzt? jetzt stehst du in der Bredouille. Ich stehe gegen die Wand gestellt. Na, manchmal macht's echt Spaß. Aber manchmal geht's mir auch halt auf den Sack und ich möchte es löschen. Ja, deswegen spiele ich es halt so selten. Ja, egal. Dima, das machst du super. Ich bin stolz auf dich. Du hast gerade gezögert. Was? Also, das war jetzt erst wie, ach du Scheiße, was machst du da? So, nee, eigentlich alles gut. So, das klang jetzt nicht so honest, weißt Immer machst du super. Hast du noch mehr Erz? Danke. Hast du noch mehr Erz? Förderer. Re. Was? Nee, hab ich nicht. Hier, aber lol. Da werde ich ja ab und zu ja immer mal mitspielen, aber jetzt nicht so intensiv, ne? Ja. So ist nicht, Ich ne? würde ja auch mal vielleicht andere Champions empfehlen. Ich bin auch von ADS mal weg, weißt du? Ich Ach, spiele bist du ganz von gerne. Ari runter? Ja, endlich mal. Okay. Das hat einen dreifachen Sinn. Ja. Ich kann die noch spielen, so ist nicht, aber solche Woli wäre ziemlich stark und der macht mir gerade Spaß. Der dicke Bär. Du meinst, ich muss mich neu erfinden? Ja, nee, ich meine nur, du kannst mal gucken. Ja, also ist ja nicht so, als ob ich das nie ab und zu mal mitspiele. Aber alleine spiele ich das momentan gar nicht mehr. Nee, alleine würde ich auch nicht empfehlen. Überhaupt nicht. Mal auch nicht. Nicht anschalten, bitte. Was? Hallo. Oh, nice. Oh, jetzt ist es grün. Ist die Hitbox denn jetzt? Oh nein, der kommt jetzt gleich ange. Oh Gott, ich sehe schon. Okay, wir haben hier sechs Dinge. Eins, Oh, zwei, Unrat, Scheiße. drei. Hier So, auf wird der sechs Zug jetzt aufteilen. gleich in mich reincrashen, oder nicht? Also Verteilen mit Unrat. die Signale hier sagen, der Zug darf passieren. Ich stehe aber noch drauf. Ist die Hitbox drin oder nicht? Kriege ich jetzt gleich, wird der Zug jetzt gleich kaputt gehen oder nicht? Von welcher Ich nehme, Seite? von rechts kommt er jetzt an. Autonome Autos testen. Boah, jawohl. Lol. Okay, jetzt darf der links nicht durch. Weil hier halt, ja, jetzt ist er auf grün, jetzt ist er auf rot. Na, ja, jetzt, ich guck es nochmal. Na, zu weit. Haben wir eigentlich irgendwo Ja, Granaten? oben rechts, ja. Mann! Ja, so, jetzt nochmal als zweiter Test. Ich bin mit der Hitbox, wie ich drüber hover, eigentlich auf der Kreuzung. Ja? Klappt das? Kann er vorbeifahren? Hier sehen wir es. Perfekt. Okay. Ah, stimmt, ich Leute. habe gar keinen Fisch mehr. Fuck. Das ist die Kreuzung. So kann wirklich hier jeder durch. Das passt. So ist es. So passt es. So ist geil. Nee, Damit jeder durchpasst. Hersteller von Gladkill. Damit alles durchpasst. Damit alles flutscht. Ja, So, wieso? auch Fisch in meinen Mund, Alter. Dringend. Du hast Fisch in deinem Mund. Ja. Okay. Irgendwie fand ich das lustig, den Satz. Oh, danke. Danke, danke, danke.
Ja. Neuen zukünftigen Unrat aufsammeln. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, was ich hier mache, aber ey, was alles dem Zufall. Wähl dich aus. Hab Spaß. Notfalls kann man hier abreißen. Wow. Im Notfall schmeiß ich es einfach weg, ja? Perfekt. Also es ist jetzt nicht untereinander aufgeteilt. Ja. Scheiße. Scheiße, Baum! Fick dich, Baum! Du bist so ein Arschloch. Leute, don't fuck with the trees. Aha. Ja, mein Auto zerstört, Digga. Scheiße, ja, ich... Mann, ich hole mir jetzt Granaten, so eine Kacke hier, wirklich. Scheiße Wälder. Ist doch Kacke. Mein Auto! Das werdet ihr mir bezahlen! Hm. Oh, doch nicht! Oh Gott, Hilfe! Alter, das war knapp, Alter. Ja. Och, was hast du gebaut hier, Mann? Weg. Mache ich das denn hier alles? Sönke, arbeitest du gerade an so einem System da oben? Das ist zum Abladen zufällig? Oh. Ich hätte nämlich sonst ja auch noch Kupfer, was irgendwie eine Abladestation bräuchte. Sonst kannst du komm. Oh mein Gott, das war's knapp, Alter. Oh Gott. Jo, wir haben schon große Speier. Glaubt, das sieht gut aus. Oh Junge, ey. Meine Güte, war das knapp gerade. Egal, das wird schon passen. Oh, die Granaten machen. Okay, das sind sehr viele Splitter. Ja, mein Bauchgefühl sagt es okay. Ich bin nach Gefühl gearbeitet. Okay. Ja, schwierig ohne Balancer. Hab ich auch. Aber ich glaube, der Durchput ist eh nicht so, dass das super viel wird, da also passert. Nö, das ist nur ein bisschen. Durch Zugsignale. Nein. Boah, das sind die ekelhaft, die Wichser. Oh boy. So, jetzt mal Granaten. Oh, Nespe. Zeitig, komm schon. Mal alle drei Steine angefahren, haut doch mal ab hier. Aber mein Auto ist immer noch kaputt. Wenn wir jedes Mal den Stein abbauen, gegen den wir fahren, werden wir irgendwann gegen keinen mehr fahren. Ja, irgendwann ist die Welt aber nicht mehr da. Stimmt. Weil du so schlecht wärst. Die ganze Welt abgebaut. Ach, schon wieder ein Stein. Ach, schon wieder ein Stein. Das ist wie bei Starbound. Stell dir vor, du baust alles ab. Oder bei Terraria. Was passiert dann? Was passiert dann? Ja, ich würde sagen, dann ist halt nichts mehr da. Da gibt es ein Achievement für, du hast keine Hobbys. Herzlichen Glückwunsch. Gibt es in Terraria irgendeinen Block, den man nicht abbauen kann? Nee, oder? Oh, meine Suppe. Ich nix wissen. Ich glaube, man kann jeden Block irgendwann abbauen mit der Gesundheit. Thanks. Oh, man kann jetzt. Oh Leute, habt ihr schon mal wieder Wälder gerodet in letzter Zeit? Nein. Okay. Oh, doch. Oh, guckt euch den Scheiß an. Warte, noch nicht. Das ist gucken, das hier ist satisfying. Ja? Ich warte. Oh, danke schon mal. Ich hab nur gerade bei dir gesehen, weil ich bei dir zugeguckt hab. Was ist denn? Hier, das ist satisfying. Die Features. Seht ihr? Ja, ich gucke. Wir sehen. One-Click. Ein Hit. Oh, das ist so. One-Punch-Tree-Man. Erstmal mehr Wald wegmachen als nötig, damit wir noch mehr Pollution erzeugen. Weil es Spaß macht. Ja, fuck, Digga. Ja, ist so. So. Dann mal baue ich eine Mauer. F für den Wald im Chat. F. Das war's für ihn. Er ist nicht mehr unter uns. Hast du vielleicht irgendwo Zahnräder in der Kiste oder so? Glaube eher nicht. Ich habe eine Zahnradkiste gemacht. Wo denn? Da oben. Seht ihr die nicht? Da. Da ist so viel Zahnradproduktion und das war so perfekt einfach. Das ist richtig gut da.
noch. Also Sönke, du bist gerade dabei, die Züge geil zu machen, ne? Geil, mach die Züge geil zu machen? Wie? Das ist dein Geheimnis. Ich mach hier kein Geil. Das ist dein Geheimnis. Ja, gut, also, da war vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Ich helfe Dima, damit der Stein transportieren kann. Okay. Alleine schaffe ich es nicht. Kannst du zufällig dann auch noch gleich die... die Kupferader machen? Ja, genau, Kupferabladestation, das so ein bisschen organisieren da, also so ein bisschen strukturieren. Das ist zu spät. Zu spät? Zu spät. Ah. Ich glaube, ich werde gleich mal für alle Blueprints für Skinetzwerke machen. Ich glaube, das wäre mal nützlich. Das ist auch gut. Ja. Irgendwas Schickes Neues so. Das wäre geil. Ein bisschen Abwechslung, weißt du? Überrasch mich. Wie ist das, ne? So, ja, immer mehr weit weg machen als nötig. Ich spreng jetzt diese drei Steine. Zack. Kannst sie doch auch einfach abbauen. Mach ich auch. Ich immer also, du wolltest sie sprengen. Ja. Also was? Ich habe mit meiner bloßen Hand gesprengt. Die hat so eine Kraft, die sprengt. Ja, hier ist ein vierter Stein, Mann. Sieht aber auch alles gleich aus hier. Wie er da einfach Scheiße. So dieses Dung, Dung, Dung. Wirklich, das sieht so geil aus, wenn du dich so aufregst und danach diesen Stein abbaust direkt da dran, weil du in der Picke direkt drauf hackst, so richtig aggressiv, so, ah, scheiße, da drauf. Ich nutze jetzt mal den Kofferraum, oder? Boah, da ist viel Platz. Oh no. Gibt es auch so Spielstände, wo man mit seinem Fahrzeug einfach so richtig lange reist? Vielleicht so Erkundungstouren, aber da muss man die Erde also, so richtig weit auseinander machen. Factorio hat jetzt nicht unbedingt die geile Landschaft wie Minecraft oder so, wo es sich lohnt, irgendwie zu erkunden. Aber meinst du einfach nur so Transportwege, auch mit Zügen oder wirklich mit dem Auto? Ja, okay, ja, das lohnt sich halt nicht. Ja, so Survival-mäßig, aber ist ja bei... Factorio erstmal eher was anderes, ne? Ja, du hast halt keinen Hunger, kein Wasser, Survival ist halt wenig und dann ist halt Sand dann in deinem Auto rum. Ja, du fährst halt einfach nur mit dem Auto rum, siehst immer das Gleiche, also das macht jetzt so. Also... Mega geil. Also, ich brauche noch... Wäre bestimmt cool, wenn man irgendwie daraus so eine Art Story-Pack macht, so, wo man dann hin und her fährt und so Städte besucht oder so, so alte Fabriken oder irgendwie sich so Sachen zusammensammelt. Cool. Das mit Sicherheit. Ein richtig krasses Déjà-vu. Ich habe das schon mal gemacht. Was hast du schon mal gemacht? Ja. Torio gespielt? Ja. Drei, während ihr gequatscht habt, habe ich genauso eine Anreihung schon mal gebaut irgendwo. Und das war nicht hier. Auf diesem Speicherstand. Ja, Matrix, ne? Gibt einen Fehler. Das ist echt komplex. Hab ich immer noch nicht verstanden. Du hast Dima noch nicht verstanden? Ja. Dima immer noch nicht verstanden, aber ist egal. Das ist kein Ding. Kupfermine. Habibi 2. 1. Kupfermine. Wie heißt die? Kupfermine 1 Habibi. Yo. Geil, Diggi. So. Das ist der erste Zug. Kein Benzin drin, scheiße. Keine Kohle. Wie mache ich so Güterwaggon? Kohle, Kohle, schalala. Kohle, Kohle, tralala. Weh, da ist noch ein Stein, ob ich jetzt dran fahre. Kann nicht sein. Geil. Ich klaue einfach mal direkt das Loading aus Eisen. Ja, einfach ganz frech. Ich fahre immer gegen irgendwas gegen, Alter. Ist doch irgendwann mal alles weg, oder? Ja, gut. Denk mal, ne? Ich habe zwei Güter. Waggon. Habe ich jetzt gemacht.
Ja, gut. Kann ich die auch gleich anschließen? Oder machst du da was, Sönke? Ja, Moment. Sönke, du musstest da aber dann noch mit Chain Signals arbeiten, bei so einer Kreuzung. Da wirst du mit normalen einen Crash verursachen. Also bisher hat es bei mir immer funktioniert. Ja, aber so, wenn, wenn die in dem Szenario direkt auf direkt quasi drüber gehen würden, dann müsste der das nicht checken quasi. Dann dürfte das nicht vom Signal erfasst werden, außer es ist ein Chain Signal. Habe ich darüber keine Ahnung. Aha! Belade den. Erstmal Kohle, Treibstoff. Da waren wir doch bestimmt hier in den Tipps und Tricks auch über die Chain Signals, ne? Vielleicht nochmal besser erklärt, das würde ich ganz gerne mal sehen. Oder Züge. War die Bedingung. So. Ich mach wieder einen Kreislauf hier. Oder 80 oder eine Minute. Keine Ahnung, vielleicht habe ich das auch irgendwie. Ja, ich bin bei Zügen auch nicht so, bei Chain Sickness auch nicht so richtig drin. Du weißt, was funktioniert. Ja, ungefähr. Ich halte mich dann doch lieber halt auch an Blueprints, die schon fertig sind. Auch wenn die bisher, die fertig waren, auch immer Fehler hatten. Da waren sie in einer bestimmten Richtung nicht platzierbar und so ein Scheiß und sind nicht genau blockig gewesen. Das ist alles immer kacke. Und teilweise fehlten da wirklich auch diese wichtigen Signale, sodass tatsächlich immer Crashs platziert sind. Also, ja. Ja, lol. Nicht ausgelassen, also nicht. Wie nennt man das? Das System nicht ausgearbeitet. Ja, die waren halt scheiße, ne? Perfekt. Wenn okay. Ich bin da radikal. So. Wenn ich so ein Blueprint-Buch voll mit Zügen und allen Gleisen und Kreuzungen und T-Kreuzungen, X-Kreuzungen und sowas habe, Digga, dann will ich, dass das aber auch perfekt ist, wenn du da schon Signale drin hast. Und wenn da irgendeine Scheiße drin ist, die nicht funktioniert, ja, das ist krass. Dann. Das, oder was ist Luft? Der Schmutz. Der muss weg. Habe ich noch nicht benannt, du. Aber hier ist richtig, der Steinwaggon. So. Ja. Als ob, Alter. Okay, meine Fresse. Geändert, Dima. Moment, dann Fahrplan, Haltestelle, Stein abladen 1, Wartebereich bis leeres Fracht. Ab wann kann man eigentlich dieses Stacken machen? Auf den Fließbändern? Mhm. Das stimmt, das hatte ich im Tech Tree auch gesehen, aber hab ich dann wieder vergessen, dir doch zu sagen. Das ist ein eigener Inserter. Das ist der Stapelgreifarm. Ah, okay. Ach so. Und das ist ja, der Stack-Inserter, nur dass der dann dafür sorgt, dass, auch für die anderen, ne? Also das ist ein eigener Inserter, der die Items dann wirklich übereinander stapelt und dadurch auch übereinander gestapelt als Stack auf das Fließband legt. Dann hast du auf demselben Slot im Fließband mehrere Items liegen. Guck mal bei der Tech, den Stack-Inserter nochmal an. Das ist ja unten bei den schon erforschten. Und darüber könnt ihr den Tree weiterverfolgen. Der ist dann auf der rechten, quasi in dem, was danach folgen würde. Mit, ja. mit Pinker Science, mit Tech Science, mit Weltraum Science und irgendeiner Glibberer-Scheiße Science. Landwirtschaft Science. hat man dann die Stapelgreifarme. Können Gegenstände auf Fließbänder in Stapeln ablegen.
Aber sie warten, bis ihre Hand voll ist, bevor sie schwenken. Ah, okay. Ja. Das heißt, du hast da einen Haufen von Items? Genau, auf demselben Slot, wo sonst nur eins liegen würde. Boah. Aber nur die Anzahl an Haufen, also nur wenn die voll sind. Ja, also kriegst du halt okay, noch mehr Dichte okay. auf ein Fließband. Das ist auf jeden Fall nice. Wenn man das gut abstimmt, Alter. Das finde ich komplett krank. Also das sind so Late-Game-Dinge, Alter. Alleine Quality. Dann hast du so Stapelgreifarme, wo du auf dem Fließband noch mehr theoretisch draufpacken könntest, als eh schon ist. Du es noch verdichten könntest. Also, ah, wird Strom gekappt. Digga. Jo, Strom ist weg. Nee, ist nicht weg. Ah, nee, ist nur nach rechts weg, wa? Aber wieso? Ich hab den gekappt. Weil ich da ein Band verlegen wollte. Den musste ich erst kurzartig machen. Entschuldigung. Schere. So. Hopp, hopp. Boah. Oh, Quatsch. So. Strom ist da. Kann endlich die Mauer ziehen, Alter. Ist schon erledigt. Nee, hey, irgendwie klappt das immer noch nicht, die Kreuzung. Die Signale sind da noch nicht richtig. Ah. Ah. Hm. Mann, wie ist denn das? Das muss ich jetzt mal eben googeln. Also wir haben Factorio X-Crossing Train Signals. Simple Train Crossing. Leute, man kann die Zielpriorität der Türme einstellen. Oh ja. Fuck. Ist auch krass, ey. Was ist das alles? Als ob ich jetzt kein Eisen mitgenommen habe. Das ist doch dumm. Ich will Roboter haben, die mir über den Basic Stuff rüberleiten, Mann. Ich will Roboter. Das ist doch scheiße. Oh Mann, ey. Du bist scheiße, Mann. Ja. Ey, die Two-Lane Intersection, wie sie hier im Forum ist, ist genau gleich. Hier. Die ist genau gleich wie das, was ich gebaut habe, tatsächlich. Nur, dass ich halt hier in der Mitte zwei Chain-Signals habe und die nur einen. Aber das macht dann ja in dem Fall auch keinen Unterschied. Left-Side-Drive-Crossing. Oh, perfekt. Lieber, dein Stein ist angebaut. So, oder so. Siehst du es fließen? Ich sehe es richtig fließen. Der eine Stein. Ah, boah. Wie ich auch sehe, ist es auch egal. Weil wieso jetzt alles wieder voll ist. Aber wir haben jetzt Stein. Hey. Oh, die graue ist auch voll, die Ich hab Lieber, das einzige, was du nicht gemacht hast, ist die Verteidigung aufgebaut. Das heißt, da muss noch eine schöne Mauer rumrum. Oh nein. Meine Suppe ist eine Tomatensuppe mit Buchstaben von Avengers. Oh. Mega cool, oder? Mega cool. Ich hab ne Markenbuchstabensuppe, Alter. Oh, geil. Ja, in einer Aktions. Ich weiß nicht, ob das ein Marken ist, aber wahrscheinlich schon. Die krasse Magietüte, Alter. Die ist so krass, die wird nur noch die Tüte genannt. Bitte reich mir die Tüte. Jetzt haben wir hier die darüber, dann darüber auch in die beiden. So meinst du das, ne? Geht das darüber, wie ich das jetzt gemacht habe. Der geht da auch in die beide. Ja. Warte mal, das kann ich doch mal eben in komprimiert nochmal bauen, oder? Wir haben hier den, dann haben wir da den. Das geht da rein. Der hier geht so. In mein Auto eigentlich. Und der müsste dann.
Genau, und der geht einfach durch. Der ist schon ready. Da müssen aber die hier... Also der könnte ja eigentlich nochmal so... Wie viel hast du? 12? Ja! Ah! Zeddy! Ja? So funktioniert das. Ah, aber warum ist das jetzt rot? Warum ist das jetzt... Ach so, weil hier... Ah, ja. Tschüss, Jürgen. Tschüss. So. Ja. Nee, oder lieber andersrum. Warte mal. Versuch gerade mal die Balancer nachzustellen, dass wir so ein 4 auf 4 Balancer im Kleinen haben als Blueprint. Ja. Wie ist das? So, was gibt's bei dir? So meinst du das, wo ich jetzt stehe mit den Signalen, ne? Wie hier steht, lies das nächste Signal auf der Strecke, um bessere Kontrolle über die Züge zu ermöglichen. Das habe ich dann jetzt so gemacht. Das heißt, wenn der hier rüberfährt, dann wird hier alles rot. Das kannst du auch gleich sehen. Wir können ja mal kurz abwarten. Ja, genau. Also das ist genau das so, wie ich es auch gebaut hatte da. Also das müsste eigentlich gehen. Ich bin nur noch ein bisschen unsicher, ob das auch zählt für den Bremsweg. Also dass der halt genau das gleiche zählt. Ob quasi das Chain Signal hier auch sieht, dass der Zug, der von hier kommt und quasi runter möchte, nicht mehr bremsen kann. Und also ob das der Bremsweg quasi einberechnet wird in dem Fall. Das habe ich jetzt eben den Eindruck gehabt, dass es nicht ist. Aber das ist nur ein Eindruck. Das muss nicht auch richtig sein. Ah, guck mal. Das Signal wird gelb. Und das wird mit einberechnet. Ja, aber das war jetzt also ja nicht das... Ja, aber das war ja nicht das Beispiel. Ich brauche einen Zug, der runterfährt. Also im Prinzip... Ja, hat berechnet. Okay, passt. Ja. Hat geklappt. Ja. Bin einfach nur gut. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Man weiß es aber nicht. Es war ein Scherz und du bist gut. Ja. Weil ich da drin ja jetzt so gut bin, baue ich da Blueprints. Weil ich glaube, das brauchen wir mal. So einen Standard, den wir dann halt nehmen sollten. Jo. Oder bist du dagegen, Sadie? Ich bin da voll dafür. Perfekt. Wie ist mit euch? Mega cool. Gut, ich habe jetzt den Balancer. Das ist einfach viel zu simpel, Mann. Da muss man einfach wirklich manchmal gar nicht so viel drüber nachdenken. Es ist einfach mega simpel. Oder... Manchmal doch, sind die... Ich jetzt noch machen. So, ist mit drin. Ist in Spielblaupausen. Im Buch. Unten fehlen noch Balancer. Oh, fuck. Ich hab meinen... Mir kurz was zu trinken. Ist recht. Stimmt ja. Ja, dann muss so sein. So ist er richtig. Hast du recht. Ich ändere es nochmal. Hopp. So. Ich jetzt ist brauch richtig. Normale Bells. Zwei links und rechts. So. Zwei links, rechts? Nee. Warte mal. Also, wir gehen nochmal durch. Diese Lane hier, die splittet sich einmal auf, die hier reingeht in rechts und links. Die linke Seite geht hier und geht rechts und links, das heißt links und rechts wird von der hier schon mal bedient. Die rechte Seite geht hier runter, hier rein, wird aufgesplittet, heißt hier auch 50-50, alle sind drin. Weil das gespiegelt ist, ist das hier genauso. Also sind alle, die, egal auf welcher Lane die hier durchkommen, haben sie jeweils die gleiche Chance, nämlich 25%, hier an den anderen rauszukommen. Also es ist ein perfekter Balancer. Ich hätte jetzt gerne den Mod gehabt, womit ich mit H halt gucken kann, wohin die Lanes führen bei den Birds, aber das klappt auf jeden Fall. Ich lasse das jetzt einfach so. Den lasse ich hier. Machen wir das einfach mal so. So, ganz entspannter Hase. Hm? Okay. Was ich nochmal so sagen wollte, ist, hier haben wir grüne Greifarme.
Bescheid wisst. Ja, cool. Oh, scheiß Rock, Alter. Und kein Benzin mehr. Standardbalancer, ja. Aber den nochmal aus dem Kopf zu machen, ist halt nochmal so ein kleiner Mehraufwand halt. Normalerweise hätte ich halt dieses Standard-Balancer-Buch, Buch, was halt einfach jede Art oder Form hat, irgendwie bis kaum 8x8 oder so. In dem Fall habe ich es jetzt aber gerade nicht. Ich will ja ohne die arbeiten. So. Läuft das denn ganz durch? Du bist zu fliegen, Verteidigung. So, ich brauche auf jeden Fall eine Stahlkiste. Also ich baue unten immer zwei Balancer ein, aber passt schon. Schließlich gilt, jeder baut seine Figur. Ah, das macht ja auch den Charakter. Ja, also den Aufbau kannst du natürlich unterschiedlich machen. Man kommt über mehrere Wege zum Ziel. Es gibt ja nicht eine Musterlösung. Wir hatten halt bisher auch immer dieses Buch benutzt. Und dementsprechend sah das halt immer auch ziemlich gleich aus. Wenn wir jetzt noch viel größere haben, dann müssen wir immer ein bisschen kreativ werden, ne? Das ist doch auch mal. So, Stock zu Ewigkeiten. So, wie sieht's denn noch mit der Tech? Die dauert ja ewig. Ist zwar eine große Forschung, aber trotzdem. Wir brauchen noch mehr. Hier, wo kommen die denn her? Da, Motoren. Bekommen wir die denn her? Ah, von der rechten, von meiner alten Produktion, okay. Ich hatte noch ein paar Radare. Haben wir denn. Okay. Die müsste ich eigentlich nochmal haben. Hey! Hast du Fische? Ja, du hast die Angel, Junge. Random. Hey. Hast du Fische? Wenn du wie nachts unter die Brücke lang gehst, spazieren gehst in der Stadt. Ich habe noch keinen einzigen Fisch geangelt. Der frischeste Fisch der ganzen Stadt. Weißt du was? Ich kann dir jeden Fisch besorgen, ja. Wollen wir zweigleisig machen? Sadie? Zweigleisig? Zweigleisig? Boah, du denkst groß, das gefällt mir. Ja, findest du geil? Finde ich geil. Wir sollten auf jeden Fall beide machen. Für die Highway-Strecken Richtung Entladestation, glaube ich, auf jeden Fall zweigleisig. Ansonsten aber auch normalerweise ohne. Weil, also, brauchst du ja nicht immer. Aber so im Hotspots, definitiv. Immer nach Bedarf bauen. Ja, weil das kannst du jetzt machen, Dima. Siehst du das? Was? Wie ich das gemacht habe? Ja. Diese Kurve? Mhm. Konnte man halt vorher nicht machen. Ja. Das war eine zu... Du hast immer so zu steile Kurven gehabt. Du konntest vorher, genau. Ich glaube, nur quasi so bauen und dann musstest du so machen. Das heißt, ja, wollt ihr das benutzen oder was? Jetzt kann man halt benutzen, ja. Ja, und wie ist dann der Purpose? Wie konnte man das denn nochmal drehen? Wie ging das nochmal? Von welcher Seite das rangehen soll in dem Vorschau-Modus von den Gleisen? Das konnte man drehen. So Leute, ich bin noch ungefähr ein Stündchen dabei. Was? Ja, hallo. Sind hier schon sehr lange drin. Alles klar. Bin auch nicht beleidigt. Das ist gut. Wie war denn das jetzt? Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hast nichts zu tun? Hast du nicht, was du tun sollst? Doch, also relativ, aber... jetzt mit den Qualitätsdingern anfangen. Aber wir müssen dafür so viel neu machen. Oder halt woanders nochmal neu anfangen. Ja, dafür bräuchten wir noch am besten eine zweite hier Hauptader. Mainbus. Mhm. Ja, Rohstoffe müssten ran.
Du könntest im Norden der... Obwohl, wir haben schon Kupfer angeschlossen. Aber im Norden ist jetzt noch eine weitere hier zur Verfügung. Ja, es steht halt jetzt an, dass wir das ganze Ding hier neu bauen. Also wir bräuchten halt auf jeden Fall eine Produktion für elektrischen Öfen, für Lichtbogenöfen. Das wäre sehr wichtig. Bauen halt jetzt nochmal diese ganze Abladestation ab, die wir irgendwie so in diesem Bereich hier machen. Da müssen die Schienensysteme geupdatet werden, dass wir das auch skalieren können. Und dann müssen die Öfen neu gebaut werden. Und parallel halt, ja, können wir mit der Science dann auch schon anfangen, die ersten Raketen so mäßig zu bauen. Ja. Aber es ist halt sehr Umstrukturierung gerade, ne? Nicht viele geile neue, so ein bisschen Sachen, sondern... Ja, ein bisschen Mühe, ne? Und dann kommen die Roboter und dann wird's einfacher. Aber ist geil. Könntest du uns dich auch schon an die Roboter setzen, ne? So noch. An diese fliegenden, frechen Roboter, oder was? Ja. Dafür brauchen wir nämlich Elektromotoren mit Schmiermittel. Diese habe ich jetzt mal als nächstes in die Tech gepackt. Sobald wir die haben, können wir Roboter bauen. Ja, Robotertechnik mal als nächstes. Dann können wir nämlich die ganzen Öfen und den Scheiß auch einfach ab- und aufbauen, wenn wir dann Bauroboter haben. Das würde ich, glaube ich, erst dann machen, wenn wir die haben. Ich brauche diesen einen Recycling-Scheiß eigentlich nur. Da ja. Muss ich richtig loslegen und da brauche ich auch richtig lange für. I know. Aber hast du gesehen, was wir da alles brauchen für? Ja, glaube ich, wenn es das war. Und schaffte die Gegend mit Radaren aus erstmal. Du brauchst dafür... Dafür müssen wir halt so eine Ruine abbauen auf Fulgoria. Also wahrscheinlich... Also wenn du das unbedingt haben möchtest, dann können wir auch sagen, wir gehen als erstes auf diesen auf Fulgoria oder Fulgor-Dings, um halt den Verwerter abzuschließen. Da Wiederverwertung ist das nur, ne? Ja. Was müsste das auf jeden Fall sein, dieses Schredder-Ding? Ja, hier, Entdeckung des Planeten Fulgora. Lass uns das mal zum Ziel bis zum nächsten Mal setzen. Oder ab dem nächsten Mal, dass wir das dann machen. Dann werden wir heute keine Rakete mehr bauen, aber wir haben auch sehr viel Infrastruktur, was vorausgesetzt werden muss dafür halt, ne? Ja, aber viel zu viel. Ja. Das kriegen wir heute nicht mehr hin. Realistisch schaffen wir das heute nicht mehr in der Aufnahmesession, dass wir die erste Rakete abschießen. Aber dafür, was wir heute, wie der Stand ist, war schon sehr, sehr weit. Map aus. Ach so, wie ist das jetzt? Ich finde deine Bahn richtig geil, Sönke. Die ist kreativ. Wo ich hier lang fahre, die ist sehr kreativ. Zur Kohle, ja. Die ist geradlinige. Ist ja. So eine Einheit, Alter. Dann wird es mal ein bisschen enger, weil dann hast du so ein bisschen. Wenn du da lang fährst, dann denkst du, oh Scheiße, wir crashen. Ah, nee, okay, ist noch in der Fuhr. So ein Moment zum Wachwerden. Ja, ja. Falls der Lokführer mal irgendwie denkt, so, ah, ich penne mal ein bisschen ein. Nee, auf einmal ist so eine scharfe Kurve. Oh, rechts, boom. Ah, nee, alles gut. Wie lange macht ihr noch? Eine Stunde. Ein Stündchen. So, am 9. Ja. Noch kann ich aufgedeckt. Alter, was ist denn los hier? Das war ganz gut. Ich krieg das persönlich nicht lange hin. Könnte von mir aus danach noch weitermachen, weil weit kommt hier eh nicht, denke ich, aber... Ja, also im Prinzip ist es wirklich nur noch, wir müssen halt das, die Infrastruktur aufbauen und vielleicht die Öfen nochmal. Aber wenn wir weitermachen sollten, Dima, dann wirst du halt das nächste Mal die Map anders sehen. Also dort sehr viel Umrüstung sehen hier, ne? Solltest du schon dabei sein. Na, nicht, dass du dann irgendwie abgehängt bist davon, weil es halt alles anders ist jetzt dann. Ein Problem. So, jetzt können wir endlich mal die Map sehen. Also ich könnte auch noch ein Stündchen länger halten als die mal. Also das wäre für mich auch fein. Müsst ihr entscheiden so.
Aber viel länger würde ich halt dann auch nicht machen wollen. Ja, wenn es nur eine Stunde ist. Macht man in der Stunde. Ein bisschen Work. Oh shit. So, Sadie, kannst du dir das einmal kurz angucken? Ich glaube, so ist es richtig, wie ich das gemacht habe. Du kannst das Ding weglassen, das weglassen und das weglassen. Dann ist es okay. Ja? Ja. Okay. Weil, also. Aber wenn ein Zug sicher von oben fährt, muss der schon hier bremsen, ne? Dann setzt du das von links hier, also das Ding, einfach nach vorne. Dann setzt du es einfach dahin. Ach so, ja, nö, wenn dann du da Platz, das nicht. Nee, ne, wenn du nee. Platz sparen möchtest, so, ne? Nee, das soll ja schön aussehen. Mein Gott. Ja, dann lässt es einfach. Das heißt, dann nehme ich das hier und das hier weg. Also wie ich das gebaut habe, hätte es ja auch funktioniert. Ja, ja, ne? Das ist nur unnötig. Also das brauchst du gar nicht zu bauen. Das ist einfach nur zu viel. Weil grundsätzlich, die Grundsätze, um das bauen zu können, ist ja, du willst ja, dass die wechseln können, aber du willst halt auch eigentlich haben, dass gleichzeitig oben einer gerade fahren kann und unten einer gerade fahren kann, ohne dass die sich gegenseitig behindern und dann halt nicht fahren können an dieser einen Stelle, weil sie sich dann gegenseitig die ganze Zeit runterslowen. Ah, ja, ja. Das würde ja das Prinzip von einer Two-Lane dann behindern. Und wenn dann, du das... Dann würde ich sozusagen das sperren und das sperren. Und du sperrst das ja, indem du sagst, ich mache hier die Chain-Signals rein. Und da du die Chain-Signals drin hast und den hier, müsste der auf gelb werden. Wenn in der oberen Lane ein Zug in der Mitte steht oder da durchfährt, dann müsste der in der unten auf gelb sein, wenn der untere durchfahren möchte, weil dann sagt er, okay, ist gelb, weil ich habe eine Seite, die ist blockiert, aber ich habe eine, die geht. Und dann sagt der Zug, okay, ja gut, ich fahre aber durch die halt geht und dann kann er durchfahren. Sollte der aber nach unten wechseln wollen, dann wird das andersrum geswitcht. Dann ist er auf rot unten und dann kann auch der andere nicht anhalten und wartet dann dort. Also das müsste so funktionieren. Ich hoffe nur, dass das halt nicht... Ich habe halt im Singleplayer auch halt eine Welt gehabt, wo ich dieses Art Box-System, so ein City-Layout gehabt habe. Ne, wo ich dann auch wo die Züge sich gegenseitig einfach beliefern und dann einzelne Stationen gehen. Pro Produktionskette ist so eine eigene Station. Und da war das irgendwie so ein Ding, dass ich auch versucht habe, halt Double Lanes zu machen. Und die teilweise einfach aus irgendeinem Grund vollkommen unnötig die Lane gewechselt haben ständig. Und dann war das immer so ein, die haben sich die ganze Zeit geixt, die ganze Zeit sind so auf Kreuz gegangen, obwohl die einfach geradeaus hätten fahren können. Aber weil da halt irgendwie ein Signal sagt, ja, ich bin hier auf gelb, hat er dann lieber das Grüne genommen und dann hat er die Lane gewechselt, obwohl es eigentlich gar nicht nötig war. Ja. Mit dem gesunden Menschenverstand. Rudi, jetzt kommt das Schwierigste. Die Kurve. Hast du das gespeichert da als 1? Ich habe das gespeichert. Okay. Guck, Moment. Hier. Siehst du das? Nein, Blueprint sehe ich nicht. Achso, dann hier. Ah ja. Mhm. Ich habe es auch schon in ein Buch abgespeichert und das Buch packe ich dann gleich rein, wenn ich die Kreuzung gemacht habe und... ja, ist ja auch egal. Ne? Wenn ich das gemacht habe. Punkt. So, was mache ich jetzt noch? Hier wird Öl angeliefert. Dicke Schmielöls. Ich habe jetzt eigentlich so, Eisen. Ja? Was ist jetzt? Jetzt bin ich so ein bisschen eine Zwiespalte. Und zwar, ich würde jetzt einfach hierhin eine neue große, also richtig große grüne Circuit Production machen. Ja, mach. Aber was mich davon abhält, ist, wenn wir eh ein neues Konstrukt machen, wie sieht das dann mit den Mainbus aus? Oder wollen wir einfach den hier rechts weiterführen und einfach nur, warte, den hier weiterführen und einfach vergrößern dann? Also,
Wenn du das da baust, dann ist es ja vorhanden. Und wenn wir dann sagen, okay, wir haben jetzt rechts eine neue Produktionsstätte, dann müssen wir die halt woanders rumführen. Dann machen wir halt hier einen Bogen rum oder machen hier ein bisschen Rot weg und ziehen das durch. Also das kriegen wir schon dahin. Gut. Da brauchst du keine Sorgen machen, glaube ich. Also wenn, sobald das da ist, dann, wir können ja auch hinten noch was wegreißen und das nach vorne versiegen dann. Das ist gar kein Problem dann, sobald wir Roboter haben, ne? Der Hardpart ist eher so, dass wir das, diese grüne Produktion da halt richtig schön hinsetzen. Ich könnte hier schon so setzen, dass ich auch gleichzeitig mich prepare auf hier die Seiten-Circuits. Weißt du, was ich meine? Dass ich da quasi etwas baue, dass wir ganz viel davon produzieren, aber auch gleichzeitig schon mal die die ganzen Splitter und Greifarme und was weiß ich schon mal so platziere, dass ich später einfach nur umschalten muss und dann können wir auch auf seltene produzieren. Weißt du, wie ich meine? Dass wir seltene grüne produzieren? Ja, zum Beispiel. Ja. Oder soll ich das dann irgendwann nochmal später angehen? Erstmal ich finde die Idee eigentlich nicht schlecht. Also, mach das ruhig. Also im Prinzip baust du ja dafür nur Qualitätsmodule überall reinmachen und am Ende einen Filter, genau, einen Splitter reinmachen, der die rausfiltert. Also der Aufwand ist minimalst und der Vorteil ist halt, dass wir das schon mal sammeln. Also warum nicht, ne? Lass machen. Das hört sich doch gut. Ja. Klar. Ey! Was? Er muckt auf! Junge. Komm mal her, Junge! Was schießt du hier die Leute an? Was soll das? Wow, komm mal her, Junge! Komm mal her, du Kleiner, du! Fisch, Fisch, Fisch! Fisch, Fisch, Fisch! Ich habe bis jetzt keinen einzigen Fisch. So. Ja, da bist du auch stolz drauf, dass du noch keinen Fisch gegessen, gefischt hast, ne? Hast du jemals einen Beiter gesehen? Nein. Aber ich habe deine Knarre gesehen. Ohoi. Ja, da kommt nicht viel durch, das ist ein bisschen... Wir haben sonst jetzt auch Roboter. Naja, das Roboter forscht. Es ist jetzt möglich, Roboter zu bauen. Oha, boah. Erstmal möchte ich die grünen Circuits machen. Roboter wären schon geil. Oh, aber wie sieht es denn mit Strom aus? Oh, okay. Die wären jetzt auch nicht teuer. Alles, was wir bräuchten, ist eigentlich nur Schmiermittel herstellen. Das ist, da muss ich auch wieder ran, ne? Jo, da muss ich wieder ran an Chemie. Aber Schmiermittel herstellen und, Elektromotoren. Und dann hast du Roboter eigentlich ziemlich schnell und easy. Ja, Hester kennt das auch mit den Dingern. Ja, Alter, die Züge manchmal, ne? Ja, aber mach, was du möchtest. Wir haben genügend Themen so. Alles ist gut. Solange egal, du mit bist. Egal, was man angeht, es ist eigentlich immer gut so. Okay, dann mach ich erstmal den Lachs hier. Eigentlich. Das ist mein Auto. Das ist mein Auto. Also, und hier erstmal noch ein paar herstellen. Das reicht. So, dann machen wir hier eigentlich einen. Das ist nur ein Qualitätsmodul, qualitativ upgraded ist. Hört sich ein bisschen komisch an. Geht auch. Ist genauso. Es geht auch. Ja, du kannst die Qualitätsmodule auch Qualität geben. Ja, es ist. Es ist halt, ne, das ist wirklich krasses System, Digga. Du, was soll ich sagen, ja? Ja, dann mache ich das. Ich warte kurz auf die ersten zwei und dann, ja. So. Wäre cool, wenn die eigene Qualität dadurch steigt, quasi statt 2%, dann hast du da, ja, 1% hast du 2%. So. Ich kann ja mal gucken. Okay, erstmal Spielwechsel und Stellaris rein. Das ist auch eine fantastische Idee. Das kann man auch mal gerne machen. Wenn Factorio nichts mehr zu tun hat, zack in Stellaris und wieder 3 Milliarden Aufgaben und Mini-Dinger, wo einen die Karotte vor der Nase hängt. Wo haben wir denn diese scheiß Module? Da.